Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerschaft und Burgbesatzung. Hier ist wieder euer Tastenauer zurück in Crusader Kings 3 mit König Salomon, dem Skopophobiker, ja, der sich immerhin ordentlich bedanken kann bei seiner Hofärztin, der alten Frau Gutela, die ihn von den Blattern vor einiger Zeit geheilt hatte. Und er hat jetzt eine Bitte an sie, und zwar möchte er, dass sie für ihn ein Artefakt anfertigt. Irgendwie ist ihm, ja, latent langweilig. Bei seinem Hof kann er sich kaum blicken lassen, eben durch seine Skopophobie ausgelöst. Aber zumindest möchte er seine Herrschaft ein bisschen opulenter repräsentiert wissen und versucht bei ihr als Erzeugwärtin jetzt etwas in Auftrag zu geben. Das ist jetzt so sein nächstes Ziel. Dementsprechend werden wir das dann auch mal tun, und zwar mit einer Entscheidung Artefakt in Auftrag geben. 100 Gold, ja, das haben wir so gerade, aber das müssen wir jetzt einfach mal machen. Und jetzt ist nämlich die große Frage, was möchten wir denn eigentlich für ein Artefakt hergestellt wissen? Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen am Grübeln. Also, ich will das, upsala, ich will das auch wieder rollenspielerisch schon ein bisschen versuchen zu begründen. Also wir haben unseren Schwerpunkt einerseits kriegerisch, was unsere Ausbildung angeht. Wir sind hinterlistig, gerecht, geduldig, zynisch. Schön und gut. Also so Repräsentationssachen weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also eine Krone haben wir zumindest in Gedanken schon einmal. Denn wir haben natürlich eigentlich die Stephanskrone vererbt bekommen. Also warum wir jetzt extra eine eigene Krone machen sollen, ist mir dahingehend nicht so wirklich nachvollziehbar. Von daher würde ich sagen, dass wir das nicht tun. Eine Insignie klingt interessant, ist aber auch eher was, das würde ich einem eher arroganten Herrscher zusprechen. Oder einem Herrscher, der jetzt besonders auf Außendarstellung aus ist. Und das, finde ich, ist bei uns nicht so unbedingt der Fall, wenn ich mir das so angucke. Dann wäre eine Rüstung interessant, eine Waffe auch. Wobei man natürlich sagen muss, dass wir als Hofartefakt bereits dieses Schwert haben. Wie heißt es denn doch gleich? Lass uns mal kurz schauen. Das Schwert Gottes. Das ist natürlich eine Ausstellungswaffe. Also es ist jetzt keine Waffe, die wir in die Hand nehmen können und führen können, sondern eher eine Ausstellungswaffe. Das bedeutet aber auch, es wäre durchaus vorstellbar, dass man sich eine Waffe machen lässt. Denn als Artefakt, ich stelle mir vor, dass das, ja, also es ist nicht ganz klar, ob das jetzt einen praktischen Nutzen haben soll oder einen reinen Repräsentationsnutzen oder irgendein Mittelding. Realistisch gesehen geht eigentlich nur eins von beiden. Also entweder ist es eine repräsentative Waffe, die nicht geführt wird im Kampf, oder es ist eine praktische Waffe, die für den Kampf gemacht ist. Genauso bei der Rüstung. Dementsprechend bin ich jetzt ein bisschen unentschlossen. Die anderen Sachen, finde ich, sind auch, naja, legitim. Wandteppiche haben wir bereits drei. Das Hausbanner und Dynastiebanner der Apaden, den Wandteppich von König Salomon. Wir haben das Schwert Gottes und den Lendenschurz. Das ist übrigens als Möbel hier aufgeführt. Das ist auch interessant. Also scheint das doch eher hier praktischen Bezug zu haben mit Waffe und Rüstung. Ich würde sagen, bevor wir uns um eine Rüstung Gedanken machen, ist aber eher die Waffe dran. Wandteppiche, Möbel, das haben wir ja schon. Und ein Buch. Naja, da haben wir jetzt eins, was wir schon mit uns führen. Natürlich könnten wir Gutela auch sagen, bitte schreib doch mal ein Buch. Das wäre natürlich für Gutela eigentlich auch, wo ist sie denn? Ein schlauer Gedanke, weil sie natürlich auch eine angesehene Ärztin ist. Aber dennoch traue ich ihr zu, dass sie auch in der Lage ist, hier so eine Waffe schmieden zu lassen. Also ich würde mal schätzen, dass das bedeutet, dass sie das nicht persönlich macht, sondern dass halt bei jemandem, genau, dass ein örtlicher Handwerker angeworben wird. Und ich denke, dann sind wir auch nicht festgelegt auf so Bücher oder so. Und ich würde sagen, dann lasst uns doch mal eine Waffe schmieden. Und da kommt eine Frau namens Odola, deckt sich zu, ehe sie sich tief verbeugt. Es ist mir eine Ehre und ein Privileg, euch eine solche Waffe zu schmieden, sagt sie würdevoll, doch in ihren Augen ist ein Schimmer von Aufregung zu sehen, der ihre Nervosität preisgibt. Sagt mir, was ist eure bevorzugte Art, mit einer Waffe zu kämpfen? Ich möchte etwas schmieden, was am besten zu euch passt. Ja.
Also, sowohl Fleisch aufschlitzen als auch durchstechen kann. Dolch oder Schwert? Axt, Hammer, Streitkolben oder ein Speer? Oder ich vertraue unserer Einschätzung, ihrer Einschätzung. Na, mit Vertrauen haben wir es nicht so ganz. Im Übrigen ist sie als Unzüchtige schon als Verbrecherin bekannt. Eieiei. Naja, da können wir vielleicht drüber hinwegsehen. Also ich fände natürlich super, wenn wir einen Dolch erhalten würden. Das würde zur Hinterlist dieses Charakters irgendwie am allerbesten passen. Vielleicht kann er da sogar ein eigenes Mordattentat mit durchführen. So stellt er sich das vielleicht zumindest vor. Deswegen würde ich sagen, etwas, was Fleisch sowohl aufschlitzen als auch durchstechen kann. Das soll es werden. Oh Mann, da bin ich ja mal gespannt, was sie uns da jetzt hier kredenzt. So, ein denkwürdiger Name. Meine begünstigte Odula tritt mit gedankenvoller Miene an mich heran. Habt ihr jemanden, der euch besonders nahe steht, Herr? Sie scheint den Ärger in meinem Blick ob einer so offen persönlichen Frage zu erkennen, denn rasch ergänzt sie, ich meine, gibt es jemanden, dem ihr das beauftragte Artefakt widmen wollt? Es scheint recht gut zu werden, doch eine denkwürdige Inschrift macht es noch viel persönlicher. Königin Margit könnten wir das widmen. Ja, Georgie war verstorben, wir könnten ein Andenken an Georgie das machen. Nur der Herr lenkt mich oder es braucht keine Widmung. Also Margit, ja, wir mögen sie schon recht gern, weil sie unsere Frau ist. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass sie natürlich auch die Tochter von unserem Erzfeind Laszlo ist. Also da tue ich mich schwer, so eine Widmung durchzuführen, muss ich sagen. Gedanken an Georgie. Der war ja immerhin lange Jahre unser Ratsverwalter. Und eigentlich auch ein Bruder, der nie gegen uns was unternommen hat, der immer treu war. Von daher könnte ich mir das am ehesten noch vorstellen. Dann würde unsere Dynastie etwas Bekanntheit erlangen. Der Herr lenkt mich, passt gar nicht zu uns als Zyniker. Wir sind also mit Religion so gar nicht groß verbandelt. Keine Widmung gibt halt ein bisschen Prestige, aber ich glaube, wir widmen das, weil der auch frisch verstorben ist, der Georgie, ne? 21. Juni 1096. Vor wenigen Monaten erst verstorben, widmen wir diese Waffe im Andenken an Georgie. Das halte ich für eine sinnvolle Sache. So, dann ist unsere Agentin noch am Hof von Gergely und hat ein Geheimnis entdeckt, die seinen Sohn Ete haben könnte. Wollen wir da schon wieder uns dann in Schulden stürzen für diesen Sohn Ete Borkalan mit seinem Riesenhelm hier? Nee, ich glaube, diesmal verzichten wir einfach drauf, damit wir da nicht noch mehr Geld hier verschwenden. Druckmittel gegen David ist ausgelaufen und irgendwas ist hier oben. Wir könnten uns mal wieder zurückziehen. Ich denke, damit warten wir noch, falls wir mal wirklich eine Situation haben, wo wir so richtig unter Stress stehen. Was wir aber machen müssen, fällt mir gerade auf, einen neuen Ratsverwalter benennen. Den haben wir jetzt seit Monaten offen. Ja, und hier haben wir jetzt nicht so die riesig tollen Optionen. Klar, Herzog Adan könnten wir hier vom Ratskanzlerposten auf den Ratsverwalterposten ziehen. Ich habe aber schon geguckt, Ratskanzler gibt es einfach keine guten anderen Optionen. Prinz Laszlo als eigentlich schon nomineller Erzfeind halte ich auch nicht für sinnvoll. Graf Elot hatte mal gegen uns hier rebelliert, allerdings ist das schon eine Weile her und er ist ein Wohlstandsschaffer, großzügig, fleißig und ruhig. Ich glaube, einen besser Talentierten gibt es dafür eigentlich nicht und er ist von uns verschreckt, wird also auch wahrscheinlich nicht gegen uns arbeiten können. Von daher werden wir das mal so entscheiden, dass er das hier zukünftig machen kann. Mal sehen, wie gut seine Arbeit dann hier wirklich wird. So, mein Vasall Graf Intsche spricht mich an. Seid mir gegrüßt, Lehnsherr. Ich habe gehört, die Waffenschmiedin Odula steht unter eurem Patronat. Man sagt, sie würde sich an einem Werk versuchen, wie es sich ein König nur wünschen kann. Bitte nehmt dies und gebt es ihr. Ich will mir die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die Schaffung eines Meisterwerks zu unterstützen.
Inche hat an sehr vielen Dingen Interesse, wozu auch kostbare Artefakte und die Geister, die sie ersinnen, zählen. Ja, er bezahlt 15 Geld an Odola. Das wird aber die Qualität dann erhöhen. Oder wir nehmen ihm das Geld ab und behalten es für uns. Naja, 15 Gold ist jetzt auch nicht die Menge. Oder nein, ich bitte euch, behaltet das. Nee, ich würde sagen, Odola darf ruhig finanziell ein bisschen unterstützt werden, dass sie sich hier irgendwie eine ordentliche Mahlzeit oder einen ausschweifenden Abend mal leisten kann, damit sie vielleicht noch inspirierter ist. Doch, machen wir das mal. Also, er bezahlt das an Odola und die Qualität wird dann erhöht. Das muss man sich wirklich so vorstellen, dass sie ja vielleicht ein bisschen mehr Inspiration erhält aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten, die wir lustigerweise ihr offenbar nicht geben können oder wollen. So. Schon wieder keine Geheimnisse um Ete. Ja, aber ich will immer noch nicht in die Schulden reingehen. Also müssen wir jetzt mal ein bisschen Geduld haben hier. Dafür hat er jetzt eine groß gestiegene Meinung von uns. Vielleicht kann man ihn dann sogar als Agent in einem möglichen Mordkomplott nachher engagieren. Das wäre natürlich schon eine feine Sache. So, Herzog Adan wurde verbessert. Kriegsführung um 1. Das ist natürlich auch schon sehr schön. So, irgendwie können wir einen, ja, Odula einkerkern, das wird nicht der Fall sein. Die soll ja hier erstmal unsere Inspiration vollziehen. Miau, ich schaue hinunter und sehe, dass meine Katze Graupelz mir eine Schriftrolle zu Füßen gelegt hat, die in jenem unverkennbaren Stil versiegelt ist, den meine begünstigte Odula pflegt. Ich gebe der Neugier nach und überfliege den Text. Die Perversion, in der ich mich ergangen habe. Also Odola ist offensichtlich pervers. Wir erfahren vom Geheimnis oder wir können das der ganzen Welt kundtun. Ja, unzüchtig war sie ja auch schon. Ich denke, eigentlich sind wir gerecht, aber auch geduldig. Ich denke, wir behalten das zunächst einmal für uns, solange sie noch hier an dem Artefakt beteiligt ist und werden das möglicherweise später veröffentlichen. Ich meine, so ein wichtiger Charakter ist sie als Niedriggeborene jetzt auch nicht. Unglaublich, dass sie so etwas verbirgt, aber wir behalten das erstmal für uns. Sohn Konrad könnte man auch irgendwie versuchen, ein Druckmittel zu fingieren, aber auch da werde ich erstmal ihn so ein bisschen unter Druck setzen, dass wir das könnten und ihn damit so latent drohen. Vielleicht kriegen wir die Söhne von Gergely auf unsere Seite in einem möglichen Komplott. Das wäre natürlich phänomenal, wenn uns das wirklich gelingen würde. Und jetzt kommt Xillac zu uns mit besorgniserregenden Neuigkeiten. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet einen Komplott, um mich zu ermorden. Das gibt's ja nicht. Oha. Wisst ihr was? Dann werden wir auf Komplotte stören gehen und werden keine weiteren Geheimnisse hier uns am Hof dort holen bei Gergely, weil das ist mir dann doch ein bisschen heikel hier. Da müssen wir uns sehr, sehr vorsichtig hier verhalten. Was wir aber machen können, wir könnten mal unsere Katze wieder streicheln und mal tief durchatmen. Und ein bisschen Nähe zu Graupelz suchen. Die hat uns ja auch immerhin hier tolle Informationen geschafft. Die beste Freundin des Menschen. Und dann verlieren wir wieder ein klein bisschen Anspannung. Wunderbar. So, Constantia Druckmittel. Das war die Agentin hier bei Gergely. Ja, meinetwegen. Das ist jetzt nicht ganz so super relevant. Da bin ich immer gespannt, was wir jetzt hier für eine Waffe bekommen. Ob es ein Dolch ist, ob es ein Schwert ist, mit welcher Qualität. Oh Mann. Das hat ja immer hier so eine Wahrscheinlichkeit, dass es voranschreitet. So, Druckmittel gegen Constantia ist verfallen. Und es dauert doch ein bisschen länger. 9 von 10, aber 75% Chance und da ist es. Mein Fürst, ruft meine begünstigte Odola und kommt mit einem breiten Grinsen auf mich zu. Der Schweiß tropft ihr von der Stirn und ihr Gesicht ist rußverschmiert. Ich habe viele Tage und Nächte in der Schmiede geschuftet, doch endlich ist mein Werk vollbracht.
Sie überreicht mir einen in Stoff gewickelten Gegenstand. Als ich enthülle, was sich darin verbirgt, mache ich große Augen. Ein Schmiedeeisenschwert von guter Machart. In den Griff wurde Kupfer in Form von Blumenmotiven eingelegt. Ein gutes Schwert, allerdings eine gewöhnliche Waffe. Naja, hat jetzt nicht so die Riesenboni, ein Kampfgeschick, ein Vorteil in den Bergen. Eine winzige, aber elegante Inschrift verläuft an der Seite und widmet das Artefakt im liebevollen Andenken an Georgie. Ja, das ist doch ganz nett. Okay, ist jetzt kein super Schwert geworden, auch kein Dolch, wie ich mir erhofft habe. Aber das werden wir mal ausrüsten hier. Ja, vielleicht können wir... in ein paar Jahren dann noch eine Rüstung uns dazu holen. Das fände ich auch noch ganz interessant, aber bis dahin hat es noch ein wenig Zeit. So. Ansonsten... tja, überlege ich, sollten wir... so, ein Ritter wurde verbessert, ein Patzer führt zu Anspruch. Vukova anerkannt. Wie jetzt? Wir haben Anspruch auf Vukova? Ach, wir haben einen Anspruch erhalten auf die Grafschaft Vukova, tatsächlich. Wo ist denn Vukova? Hier unten. Okay, könnte man also expandieren hin. In Richtung König Sesla von Kroatien. Dem Sohn von Krisimir, zu dem wir eigentlich eine relativ gute Beziehung hatten. Naja, okay. Tja, noch sind wir ja hier nicht ganz am Ende unseres Anstifterschwerpunkts angekommen. Das würde uns nochmal erheblich die Komplottstärke erhöhen. Denn ich glaube, wenn ich jetzt versuche, Gergely zu ermorden, dann hat das eine nicht allzu hohe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg und auch auf Geheimhaltung. Das können wir noch ein bisschen steigern, wenn wir Xillac, die Agentin, hier auf Komplotte unterstützen setzen. Dann wird die Stärke hier nochmal eine ganze Ecke erhöht. Ich will jetzt aber aktuell lieber das Komplott gegen mich verhindern, das auch eine geringe Erfolgschance hat. Irgendjemand will auch Gutela ermorden. Was? Also da erhoffe ich mir durch das Komplotte stören, dass wir irgendwie Komplotte hier verhindern. Eins von den beiden mindestens. Das finde ich jetzt aktuell wichtiger, als ein eigenes Mordkomplott zu starten, muss ich sagen. Das ist ja gar nicht so toll. So, wie sieht's denn aus mit dem Kreuzzug hier? Da sind die christlichen Kräfte eigentlich überlegen. Januar 1098. Wie sieht das denn aus? Kann man sich hier irgendwas angucken? Ich meine, oh ja, hier ist schon einiges unterwegs. Condottiere, eine Armee von Kerdit Dinbic. Das hört sich sehr walisisch oder so an. Mansfeld, Cologne, Salzburg. Also hier sind schon einige unterwegs. Und hier ist eine große Armee der arabischen Fraktion, die aus ganz vielen kleinen Armeen besteht. Und die scheinen jetzt hier auch zu fliehen. Scheinen also zu wenige zu sein. Hier ist auch nochmal eine Armee, Arad Turin. Und hier befindet sich auch schon eine Armee auf der Flucht. Auch eine christliche, wie es aussieht. Xanat und Bihac sind da zum Beispiel bei. Die kennen wir auch. Oder Ungvar. So ganz kleine Abordnungen. Also hier scheint schon zu Kämpfen zu kommen, die aber noch ziemlich unentschieden sind. Ich weiß nicht, wo sich die großen christlichen Armeen derzeit befinden. Anstifter entdeckt. Mein Bruder David schmiedet Ränke gegen Gutela, obwohl wir ihn doch schon als Ordensritter hier... abgewatscht haben, möchte ich fast sagen. Na, wir können ihn aber nicht ermorden. Das ist unser Bruder. Das ist natürlich heikel. Wurde das denn jetzt beendet hier, das Komplott? Ich glaube ja, weil das ist jetzt... hier taucht es nicht mehr auf. Mir bekannte Geheimnisse. Komm.
Komplotte. Ja, ich glaube, das wurde jetzt dadurch verhindert. Das ist durch den Text aber, finde ich, nicht ganz so deutlich geworden, dass das dadurch abgebrochen wurde. So, da haben wir ein Druckmittel gegen den einen Sohn von Jerjali verloren, der irgendwie gerade offenbar krank ist. Ja, aber was ist jetzt mit dem... Was ist mit dem Mordkomplott gegen uns? Bekommen wir das auch mal aufgeklärt? Verzeiht. Ich drehe mich um und sehe Xillag atemlos auf mich zulaufen. Ein weiterer Bote wurde tot aufgefunden. Sowohl Beutel als auch Botschaft wurden geraubt. Der dritte dieses Jahr. Dieses Ärgernis wird langsam besorgniserregend. Was, wenn der Briefwechsel zwischen mir und meinen Vasallen von unseren Feinden gelesen wird? Schickt nach einem Kryptografen, die Arbeit ruft. Wir erarbeiten eine Verschlüsselung. Oder ich muss in Zukunft vorsichtiger sein. Ja, ich glaube, das macht für einen hinterlistigen Charakter noch mehr Sinn. Denn das erhöht den Komplottwiderstand und damit auch verringert das die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Mordkomplott Erfolg hat. Also wir müssen wirklich ganz, ganz vorsichtig jetzt sein. Tut sich da noch was dran? Ja, hat um 3% die Wahrscheinlichkeit immerhin verringert. Oh! Cousin Laszlo ist verstorben. Er ist an Krebs. Ja gut, das kann natürlich jederzeit passieren. Natürlich gestorben. Das heißt also, dass sein Erbe jetzt aufgeteilt wurde, sehr wahrscheinlich. Das müssen wir uns gleich ganz genau mal anschauen. Graf Jerjali wurde verbessert. Naja. Also dieses Gebiet hier, Transsilvanien, ist ja immer noch sehr groß. Das wurde jetzt tatsächlich dem jungen Mann namens Jeno gegeben, dem wir ja... angeleitet hatten. Der ist ruhig, gerecht und feige geworden. Da müssen wir mal schauen, ob das nicht auch ein starker Vasall wird, aber er ist schon wesentlich schwächer als sein Vater, weil nämlich seine Geschwister hier, nee, er nicht. Genau, seine Geschwister etwas geerbt haben. Zum Beispiel Gesa, der Zweite, hat hier die restlichen, beiden Grafschaften und zwei Herzogtümer Nitra und Transkarpatien geerbt. Der ist natürlich jetzt wesentlich schwächer als sein Bruder. Ist auch irgendwie verwundet aus irgendeinem Grund. Erst 13 Jahre alt. Okay. Ja, es ist immer noch ein starker Herzog hier mit seinen 5 Grafschaften, aber lange nicht mehr so stark wie sein Vater, trotz der ganzen Herzogtümer, die er auf sich vereint. Da bin ich ja mal gespannt. Er hat einen fallen gelassenen Anspruch noch auf Ungarn. Und er ist verschreckt von uns. Mal sehen, wie sich das hier entwickelt. Das müssen wir jetzt mal ganz genau schauen. Ich glaube, in dem Zusammenhang ziehen wir uns auch nochmal zurück und grübeln, wie wir mit dieser Situation jetzt zukünftig umgehen wollen. Finden endlich ein bisschen Frieden. Und ja, werden uns jetzt in der nächsten Folge nochmal genau damit beschäftigen, was wir jetzt hier unternehmen, weil das hat die Situation jetzt nochmal stark geändert. Unsere Herrschaft ist eigentlich dadurch nochmal stabilisiert worden, weil dieser vermeintliche Gegner keiner mehr ist. Wir müssen aber aufpassen, insbesondere, dass jetzt zum Beispiel Jeno schon jederzeit beitreten kann dieser Fraktion. Und das könnte wirklich gefährlich werden nochmal, denn die beiden zusammen haben hier 3500 Mann, wir haben 3961. Das ist schon ziemlich knapp. Und Gesa ist in 3 Jahren auch in der Lage, irgendwo beizutreten. Und auch das sollten wir irgendwie verhindern. Also wir haben jetzt noch einiges vor, was wir für die nächste Folge, wo ich mir mal in der Folgenpause Gedanken machen muss, wie wir damit jetzt am besten aus Sicht von Salomon umgehen. Wie er mit hinterlistigen Plänen versucht, hier seine Macht weiter auszubauen, während er die von seinen Gegenspielern versucht, irgendwie zu verringern. Mal sehen. Das bleibt spannend, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.